Hallo Freunde, willkommen zurück in Let's Play Together Guild Wars 2. Wir sind wieder unterwegs und unser Plan heute ist Story Quest, und zwar diesmal die von Noridi. Und Noridi hatte sich ja den Wachsamen angeschlossen, hatte da diese Friedensverhandlungen zwischen den Char und den Menschen, war das glaube ich, geschützt gegen die Separatisten. Und als dann die Mission erfolgreich abgeschlossen war, hatte er als nächstes sich zu entscheiden, für eines der anderen Völker ihnen zu helfen. So wie wir das gemacht hatten mit den Grawlen. Und Belda, du hattest doch, welche hattest du? Die Oga beim letzten Mal. Machen wir dann diesmal die, wie auch immer sie heißen. Hier ist übrigens nicht der richtige Weg. Die Quaggan. Hey. Ich dachte, man könnte hier durch die Höhle gehen, aber... Das macht nichts, da unten ist ein Fertigkeitspunkt. Den nehmen wir uns einfach vor. Okay. Wir nehmen alles mit auf den Bäder. So machen wir das. Oh, das sind ja Balrogs. Ja, irgendwie schon, ne? So ein bisschen sehen die so aus, aber... Ja, so feurig in klein. Aber etwas, ja, etwas transparenter. Ach ne, die hier meinst du, die, aber wirklich Hörner und aber keine Flammen. Die Flammen füge ich jetzt hinzu. So, bitteschön. Balrog. Jawohl. Da unten ist ein Veteran. Lass uns erstmal die Kleinen machen. Brenne, mein Freund, brenne! Noch den einen Schatten. Ja, Noridi, ich habe gehört, dein PC ist explodiert und es gibt jetzt bald neuen. Gibt Ersatz, ja. Das heißt, da hast du dann auch endlich die Performance, die du bisher so vermisst hast. Ich hole mir übrigens noch das Bäumchen eben, bevor ich zum Punkt gehe. Ich hoffe, dass ich auch bald mal in die Lage komme. Ja, denn wenn wir das gemacht haben, können wir dann doch noch mal vielleicht öfter ins Welt gegen Welt reinschauen und unsere inzwischen sträflich vernachlässigten PvP-Skills ein bisschen hoch trainieren, wieder reaktivieren. Yep. Und wo wir gerade von sträflich vernachlässigt reden, huch, da kommt ja noch ein Veteran. Dark Age of Camelot, Brausewind. Müssen wir uns jetzt endlich mal vornehmen. Richtig ernst. Ja, ich höre Begeisterung. Ja, nein, Entschuldigung, ich bin nur etwas hier hochkonzentriert. Ja, der also, eine Feind hätte uns auch jetzt fast an den Rand der Vernichtung gebracht. Da ist es schon richtig, dass man dann etwas genauer hinguckt, was man drückt. Einfach jetzt raus hier wieder, oder wie machen wir's? Ja, wir müssen irgendwo, hier raus und dann quasi immer an der Wand entlang. Ja, diese blöden Einbahnstraßen, ich hasse das. Ach. Ihr habt alles mitgebracht, aber egal, wir laufen weiter. Ja, wir laufen jetzt weiter. Die sollen ja mit den Raupen spielen oder so. Ja, da war noch was zum Sammeln, aber das konnte ich auf die Schnelle nicht. Ja, ich hab uns mal ein bisschen Speed gegeben. Genau, immer hier schön diese Wand entlang. Immer an der Wand lang, immer an der Wand lang. Genau. Und dann müssen kommt ja noch wir ein Fertigkeitspunkt. Ja, umso besser, nicht wahr? Umso besser. Jetzt müssen wir uns aber erstmal hier um unsere Gäste kümmern. Oh ja, die kommen noch hin. Haben sich einfach zu unserer Party mit eingeladen. Aber das freut den gelehrten Dunkelpranke. Ein Char, wie ich vermute. Oh, ob ihr es glaubt oder nicht, ich habe... Ui, schon haben wir hier Streit.
Was sollen wir glauben oder nicht? Ja, jetzt muss ich erstmal kämpfen. Du weißt ja, auch ich bin eine, die eher konzentriert voranschreiten will. Aber ich habe tatsächlich eine ganz unglaubliche, einen ganz unglaublichen Fang gemacht heute, nämlich. Moment, ich zeig's euch im Gildenchat. Ich habe meine Lieblingshose mit der Schleife gefunden. Und die werde ich jetzt auch nicht mehr ausziehen. Mit einer Schleife? Vorschau. Also bei mir ist da keine Schleife dran. Oh, jetzt sind wir hier an einer Stelle, nehme ich mal an. Da kommen wir nicht lebend runter. Hier ist doch gerade hier, Ophelia ist doch gerade hier am Rand irgendwie runtergekommen. Ja. Also so wie wir es gemacht haben, geht's schon mal nicht. Also ihr müsst über die Vorsprünge da springen. Ja, damit, darauf haben wir auch festgebaut. Dass du am Leben bleibst und uns wieder aufhebst. Das war so geplant. Das ist meine Schleife. Meine Schleife, die hat mich gerettet. Ich habe die da hinten am Felsen verankert und dann ging das. Und jetzt erzähl mir nicht, ihr seht keine Schleife. Und ich habe die Vorschau gemacht auf diese Hose und da war keine Schleife. Dann schau doch einfach mal hier so. Darf ich dir meinen Rücken präsentieren? Ophelia ist gekommen und hilft uns. Guck ist das mal. Denn überhaupt das die Hose? Ich meine, es kann natürlich das sein, dass die Kleidungsstücke je nach Volk und Geschlecht anders aussehen. Aber bei mir ist da, wenn ich auf Vorschau mache, so, ich, lauf mal nicht weg, damit ich das hier vergleichen kann. Also hier definitiv keine Schleife dran. Das sehe auch etwas. Ja, das ist eben nur für besondere, ja, für besondere Leute ist das, nämlich für mich zum Beispiel. Also jedenfalls ist das das, was meine Nornchars immer tragen sollen, nämlich die Schleife. Wer hat denn schon wieder hier rein angefangen? Ja, ehrlich, Schande über euch, schämt euch. Ja, er hier war einfach das. Streit anzufangen mit den Eiselementaren. Gewalt ist keine Lösung. Gewalt ist böse. Gewalt erzeugt Hass und das ist die dunkle Seite. Und ihr wollt doch nicht zur dunklen Seite gehören, oder? Auch nicht unbedingt. Eisenerz abbauen, er verfolgt auch Hass. Weil er irgendein Kasper mag mich nicht. Ja. Also ich dachte, weil du dann Eisenerz hast und wir nicht. Mein Zeig der, ich, den da unten noch. Ja, ich hatte ihm ein paar von seinen Elementaren weggenommen und da oben ist auch ein Aussichtspunkt irgendwo rechts von uns. Ja, weil Gewalt erzeugt Gegengewalt und so. Also Kinder, keine Gewalt. Jetzt wisst ihr Bescheid. Macht. Der Feuermacher ist auch nicht schlecht, wa? Wir dürfen das auch nur, weil wir voll ausgebildete und lizenzierte Gewalttäter sind. So, wir müssen jetzt hier irgendwie weiter runter, ne? Da oben ist noch also so. Also, ich weiß ja nicht, was du damit sagen willst, aber doch. Wollen wir nicht den Aussichtspunkt da versuchen zu erreichen? Ich weiß nicht, wo er ist, aber. Ich glaube, da müssen wir wieder auf die andere Seite von dem Berg, wo wir gerade runtergesprungen sind. Das wäre schlecht. Ich guck mal von hier, ob man was sehen kann. Ah, wahrscheinlich, keine Ahnung. Soweit ich mich erinnere, geht's auf der anderen Seite hoch. Ja, dann lass uns mal Ulis. Geschichte hier weit. Ja, also nicht in die Höhle jetzt rein. Es sei denn, ihr wollt gerne den Aussichtspunkt machen. Nein, ich komme. Oh, gerettet. Achtung, ein Raptor kapert uns hier. Wir gehen jetzt hier die Straße weiter, ne? Ja, ich glaub schon. Straße. Also machen wir noch ein bisschen Raptoren. Gemüse. Man soll ja nicht vom Weg abkommen und so. Da ja, lauert das, der böse Raptor. Das war nämlich schon bei Rotkäppchen und der Wolf. Damals hießen die Raptoren noch Wölfe. Das war vor Jurassic Park. Aber da wurden ja dann die DNA von Bernstein mit der von Wölfen gekreuzt, um daraus Raptoren zu erzeugen. Oh, eine Veteranenfamilie. Die beiden anderen streiten sich da hinten noch mit irgendwelchen Wölfen. Wölfe, richtig. Das waren Wölfe. Da an den
Tal rein, irgendwie. Folget mir. Durch. Wir folgen dir. Schlagt die Piraten in die Flucht, rettet die Gefangenen. Jack war, ba, ba, ba. Hast du gesehen, dass der dich gerade mit einer Kanone beschossen hat? Ich meine, jetzt so. Gehen so, Piratenkanonen. Aber damit haben wir eigentlich nichts zu tun, wa? Doch, wir sind gerade mitten in einem Event. Also eigentlich haben wir damit nichts zu tun, das ist korrekt, aber er hat uns beschossen mit seiner Kanone. Ja. Und wenn man durch die Welt geht, kann man nicht die Augen verschließen vor den Pflichten, die einen rufen. Dann löschen wir hier das Feuer. Richtig, ich wollte das löschen. Ja, Würstchen gibt's heute übrigens kalt. So, hier ist übrigens was zu entdecken. Ist das hier wieder so ein riesiger Wurm, wie die Noren am Anfang zu besiegen haben? Sodass man dann... Mach mal die große Karte auf, geht das? Ja, habe ich. Ist auf. So, und jetzt zeichne ich an, hier, bis hier ist der grüne... Boah. Jo. Jetzt hier so vorbei. Ja, schon dann fast da. Das hast du ganz hervorragend aufgezeichnet. Richtig, Noridi, das hast du hervorragend aufgezeichnet. Oh, Noridi, Noridi. Ich glaube, es ist Nori. Die Nori. Da kommt auch eine Wegmarke, sehe ich gerade. Ja, das war die, die wir hätten anlaufen können, wenn wir sie gehabt hätten. Das heißt, ich habe sie gehabt, aber... Wo wollen denn die Jackdaw-Entführer hin? Flüchten, weil das Event vorbei ist. So, ja. Da ist das Tor. Wir können ja trotzdem mal ein paar von denen verhauen. Im Vorbeigehen. Ja. Ich eigentlich wäre mal eine Maßnahme. Ey, nicht durch das Tor durch. Nein. Nein, er ist schon entkommen. Dann hauen wir die Kuh hier um. Zu den kalten Würstchen gibt es übrigens auch kalte Steaks. So. Wir können gerne durch Tor. Ja. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Uli, vielleicht solltest du mal gucken, wo dein Zielpunkt ist. Wir gehen ja jetzt erstmal durch 1000 Tore. Nee, glaube ich nicht. Schaufler Schreckklippen. Irgendwo muss da dieses komische Sternchen sein und nicht dieser Wirbel. Hat sich gerade jemand eine Flasche aufgemacht? Ich habe eine Mineralwasserflasche aufgemacht. Natürlich, Mineralwasser. Ich habe hier auch nur lauwarme Ziegenmilch, Kinder. Alkohol ist böse. Willkommen in den Schaufler. Also wir müssen jetzt hoch in den Norden. Hier werdet ihr eine Menge Forscher der Abtei treffen. Im Süden gibt es ein Lager, das merkwürdige Vorkommnisse mit... Wobei, da fällt mir ein, ich hatte das doch schon mal, oder? Dahin. Ich mach das jetzt weg, ich hatte das schon mal. Dein Sternchen ist doch, ist das... Das ist der Weg. Ja, nee, nicht so kritisch. Wo ist denn das Sternchen, Uli? Ist doch jetzt... Wir lassen Noridi einfach vorgehen und gehen hinterher und dann... Genau da, wo das blaue Sternchen ist. ...können wir uns wunderbar in Unwissenheit fläzen, während wir die Verantwortung abgegeben haben. Ist das nicht schön? Aber... Jetzt gehen wir eben weiter auf das Ding dazu. Da ist nämlich noch... Ach nee, da ist schon wieder so ein Vertreib, die Gräule. Ach nein. Und hier, ja, weil das vorbei. Sind ja halt eigentlich die Gräule, mit denen ich ja Bruderschaft... geschlossen habe, getrunken habe, weiß ich nicht. Egal, man sollte Rolle fallen, feiern wie sie fallen. Ja, sagt man so schön. Na. Hier ist auch so ein Aussichtspunkt zu. Nicht Aussicht, Sehenswürdigkeit. Ja, Moment, ich muss hier eben noch. Rolle Sehenswürdigkeit. Wir müssen doch erst noch ein paar verbrollen. Macht übrigens ganz schön Aua. Ihr solltet da jetzt mal wirklich so Attacke. Ja, so richtige Konzentration und so. Nuri, die liegt schon. Ja. Immer Bescheid sagen bitte, sonst merkt das keiner und dann bist du ganz tot. Dankeschön. Wir kommen aber hier zu auf, ne? Das ist irgendwie Event, dass wir jetzt hineingestolpert sind. Ja. Aber macht ja nichts. Das macht nichts, die machen wir jetzt nie da.
Na, du bist eigentlich Brausewind, ich sehe dich gar nicht. Ja, ich kann mich im Moment nicht heilen, das ist das Problem. Ja, ich kann dich aber heilen. Es geht übrigens noch besser, wenn du nicht davonläufst. Boah, da komm her. Ja, aber jetzt kann ich mich selbst wieder ein bisschen heilen. Bin ich wieder tot? Schon tot? Scheiße. Ich kümmere mich sofort um dich. Oh, hallo. Wir haben es überlebt. Nur noch Reste weghaben. Ja. Das, ein Gruppenevent ganz alleine hingekriegt, das finde ich ist ja auch mal eine gute Leistung. Wie ganz alleine? Wir sind doch eine Gruppe. Oder Mann, du verstehst das überhaupt nicht, ne? Das war... Das war das Geheimnis, du gesagt hast, den Zuschauern verraten. Das Looten nicht vergessen. Sorry, ich hab dir die Pointe verdorben. Ist nicht alles lootet.